Hallo, willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Wir haben hier den nächsten Bezirk erobert. Ups, was haben wir denn da? Was blinkt denn hier? Ein Assassinenzeichen auf der Karte. Okay, mag ich gerade mal schauen. Ich war eigentlich auf dem Weg zur nächsten Erinnerung. So, die Fähigkeiten und Ausrüstung der Assassinengilde überprüfen, verwalten und verbessern. Ach. Die Assassinenrekruten können auf Missionen entsendet werden, um ihre EP zu erhöhen und Geld zu verdienen. Ach. Das ist ja ein Ding. Ja, gucken wir uns mal an. So. Assassinen rekrutieren. Eine rebellierende retten, um einen zusätzlichen Rekruten zu erhalten. Ein Borgia-Turm anzünden, um Zugriff auf mehrere potenzielle Rekruten zu erhalten. Okay. Assassinensignale? Was soll das heißen? Wird einem das irgendwo erklärt? Aufträge. Verfügbare Aufträge in Florenz, in Venedig. Ja, gucken wir uns mal an. Ein Priester angreifen. Schwierigkeit 4. Gibt's auch was Einfaches? Da, Schwierigkeit 1. Söldner angreifen. Synchronitätsdauer. Okay. Ich würde sagen, ich habe da noch nicht den Durchblick. Wie schwierig ist denn Schwierigkeit 4 und so? Und ich habe das noch nicht gemacht. Ich würde das einfach jetzt mal hier machen für 516 Florin. Kann ich aber nicht anwählen. Warum nicht? Weil ich keine Assassinen habe oder was? Das verstehe ich nicht. Das ist alles grau. Was ist das denn? In Köln? Was gibt es denn hier in Köln? Besitz stehlen, Schulgeld. Und wieso ist da die Schwierigkeit in so kleinen Rauten angezeigt und hier in Sternen? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ich weiß, unter euch gibt es ganz viele, die dieses Spiel hier schon in- und auswendig können. Deswegen schreibt es doch mal bitte unter das Video in die Kommentare, was das hier zu bedeuten hat. Weil gerade stehe ich noch vor einem Rätsel. So. Und da ich nicht weiter vor Rätseln stehen will. Wer heult denn hier? Hallo? Spooky, hier ist niemand. Spooky, spooky. Aber hier oben, hier nur so Zettelchen, das mag ich mitnehmen. Ach, das ist der Junge oder da hinten schon? Mein Erinnerungsbeginn, der so heult? Das hörte sich total nah an. Was ist denn los? Es wird ein Assassinenrekrut benötigt. Okay. Okay, wo finden wir ihn? So. Gehen wir halt mal dahin. Aber ich höre ihn jetzt nicht noch weiter Stunden, Kilometer weit entfernt heulen. Ja, doch. Ich wollte gerade sagen, na gut, es hat aufgehört. Heppa, heppa. Weg mit deiner Kiste, Himmel.
So, da siehst du doch auch schon. Du gibst immer noch nicht auf. So, du mit dem Knüppel aus dem Sack. Und du wirst auch gepiekt. Ja, genau. Und dann kommen jetzt noch 100 Leute an. Hol ich doch mal mein Schwert raus. Au. So. Komm, hau halt. So. So, hallo, hallo. Weg. Spreche. Werde Rekrut. Komm mit mir. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ja, Nefere, ihr habt mich gerettet. Gewährt mir die Ehre, euch dienen zu dürfen. So, ein Erfolg freigeschaltet. Yay! Sehr gut, sehr gut. So, jetzt könnten wir zurück zur Erinnerung. Hier können wir aber auch gerade was frei, noch was renovieren. Wo war das denn? Ich habe das doch gerade noch gesehen. Da. Ich kann gerade sagen, ich habe es doch gerade irgendwo noch funkeln sehen, wie ich hier hingegangen bin. Dann machen wir das noch schnell, wenn wir gerade hier vorstehen. War ganz schön teuer hier. Wie ist denn das hier für ein nobler Ort? Ach, erkenne ich immer, wenn ich... Ich setze außerdem Küchenzubehör wie Töpfe... Ja, ja, laber mich nicht zu. Was ich sagen wollte, ist, kann ich immer erkennen, ob ich Rekruten habe, da oben links, unter meiner Gesundheitsanzeige, unter den Quadraten? Zu tun. Gnade. Ist das so? Ich weiß nicht. Noch was, was ihr in die Kommentare schreiben könntet? Auf Seite. Ja, das macht mir Spaß. Ich schubse gerne Leute durch die Gegend. Was soll man denn hier sonst machen? Guckt euch die Gegend an. Hier ist doch nichts. Wenn ich hier nicht selber alles aufbaue, ist hier gar nichts. Also lasst mich euch auch durch die Gegend schubsen. So, jetzt aber. Bambino, warum weinst du? Die wollen meine Mama auf ein Boot bringen. Sie sagen, ich komme aufs Nächste. Wer? Ein Mann kam mit Wachen aus der Burg und verhaftete uns. Er machte mir Angst. Das verstehe ich. Aber du, du bist sehr tapfer. Bringt ihr meine Mama zurück? Na klar, menschliche Fracht. Silvestro Sabatini finden, eliminieren und seine Sklaven befreien. Hat seine Tochter nicht auch mal Tennis gespielt? Hm? Wir werden es rausfinden vielleicht. So, zur vollen Synchronisation, das Ziel mit den Assassinen-Rekruten töten. So. Wohin brachten sie deine Mutter? Die Straße runter. Gut. Gibt es einen Ort, wo du hin kannst? Mein Onkel. Geh zu ihm. Halte nicht an und rede mit keinem. Okidoki. Dann suchen wir doch mal das Ziel. Na, da sieht aber auch schon sehr nett aus, da in dem kleinen Bild. In die Richtung müssen wir. Hep, 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 hep. Ja, würde ich auch sagen, wenn ich gegen eine Wand springe. Hep. So. So. Hoppala. Wo ist er? Wo ist er? Hey, Herr Mika. Gehen wir mal hier entlang. Rufen wir gleich mal unsere Kollegas, wenn wir da sind. Wo ist der denn, der Typ? Ah, muss er wohl erst noch aufspüren. Ich verstehe, ich verstehe. So, mit dem Adlerauge machen wir das doch mal. Da ist er doch schon. Wie muss ich... Aha. Dann kommt mal her. Die kommen aus dem Heu gesprungen, okay.
Mama. Hä? Was war das jetzt? Ach, der sollte noch gar nicht getötet werden. Sollte dem erstmal irgendwo hinfolgen oder was? Das hätte man mir bitte schön genauer sagen müssen. Oh Gott, wo stehe ich denn jetzt hier? Ah, ich muss dem erstmal folgen. Unbemerkt, natürlich. Natürlich, natürlich. Ich würde gerne in die Gruppe hier rein. Die ist ein bisschen näher ran. Danke. Nun geh weiter. Geh bitte weiter. Sonst hätte ich ja gar nicht erst so weit nach vorne kommen brauchen. Ach, wieso durfte ich ihn denn nicht direkt kalt machen? Ja, ja, dreh dich ruhig um. Ich bin nicht da. Wo geht er lang? Wo gehen die Leute lang? Ich hoffe, ihr latscht ihm schön hinterher, bitteschön. Eieiei. Ganz schön nah dran hier. Alle Handwerker werden angehalten. Ihr leidet an der grausamen Malaria. Schwerer Waren, wenn möglich, nur die Hauptstraßen zu benutzen. In letzter Zeit haben häufig Ochsenkarren. Nu, jetzt flitzt er aber. Dudelidum. Hohoho. Ich hörte, der Kardinal habe den Plan aufgegeben, hier eine neue. Okidoki. Flitzt da jetzt wieder? Die Entführungen müssen weitergehen. Jetzt eliminieren, okay. Um seine Macht zu wahren, muss Cesare das Volk kontrollieren. Furcht hält sie ruhig. Ich kann euch kaum ansehen. Bitte, Valencia. So, jetzt durfte ich aber. Dankeschön. Jetzt lasse ich meine Kumpels aber hier nicht wieder alleine. Zur richtigen Zeit am falschen Ort. So, Jungs, jetzt bleibe ich bis zum Ende hier. So. Stinkende Pestbeule. Dafür stopfe ich dir deine Leber ins Maul. Wie unfair du mit deiner Armbrust hier. So. Seh nix. Dazu, nein. Tötet ihn. So. Zum Taubenschlag gehen. Na gut. Ein Taubenschlag aufsuchen, um ihre Assassinenrekruten Aufträge zu erteilen. Okay. Komme ich hier unbeschadet runter? Ja, komme ich. Sah dieser Schatten nicht gerade so aus, als würde der Typ auf seinem Pferd stehen? Oder hatte ich gerade Halluzinationen? Hoppala, geh mal weg hier. Ja, mal die Rekrutenanzeige zeigt Ihnen, wann Ihre Assassinen-Rekruten wieder einsatzbereit sind. Ah, okay. Nur die... Okay, okay. Die füllt sich jetzt langsam wieder auf und nur da, denke ich mal, in diesem Assassinenturm, wo ich war, wo ein roter Balken drüber ist, das sind die, die mir zur Verfügung stehen, beziehungsweise bereit sind, einen Auftrag anzunehmen. Das ist jetzt mal meine Mutmaßung. Nehmen wir doch mal hier so einen Auftrag an.
Täubchen, komm mal hier. Neuer Rekrut, ein neuer potenzieller Assassine wurde angeworben. Ciro Cavallari ist der Assassinengilde beigetreten. Das ist doch schön. Weiter. Ein neues Assassinensignal wurde verliehen. Ein neues Assassinensignal wird jeweils für den ersten, den vierten und den sechsten Rekruten der Assassinengilde verliehen. Was? Für den ersten, für den vierten und den sechsten Rekruten? Ach, das da oben, diese Pfeile, das sind Assassinensignale oder was? Die Signale werden abgezogen, wenn Rekruten sterben oder auf Missionen entsandt werden. Okay, schön, dass es mal erklärt wird. So, Fähigkeitspunkte 0. Hoppeli. Okay. Den könnte ich jetzt aufrüsten. Okay, das macht auch Sinn. Das ist Nummer 1. 2, 3, 4. Dann käme dieser zweite Balken. Und 5, 6 wäre dann dieser dritte Balken. Verstehe, verstehe. So. Gehen wir doch mal da rein. Wie kann ich den denn aufrüsten? Ach so. Null Fähigkeiten punkten. Kann ich wahrscheinlich gar nicht aufrüsten. Oder Lederschulterteile. Schützt den Träger vor Angriffen auf die, die auf die Arme zielen. Ausrüstung, versteckte Klinge. Nee, da kann ich erstmal gar nichts machen. Kann ich nur sehen, dass ich vielleicht noch ein paar Assassinen anwerbe. Den entsende ich jetzt aber auch mal nicht. Wer weiß, wofür ich ihn noch brauche. So, machen wir das nämlich. Also gucken wir mal auf die Karte. Wo ist die nächste Erinnerung? Ach, herrje. Es kommt immer mehr Schrott hier auf die Karte. Erinnerung, Erinnerung. Da. Oh Gott. So. In die Richtung müssen wir. Schade, ich dachte, ich hätte auf dem Weg dahin noch jemanden rekrutieren können. Kann ich aber nicht. So, den Arzt gibt es schon. Was ist das? Colle Palatino. Ich glaube, da möchte ich mal gucken gehen. Machen wir das noch in dieser Folge? Ach komm, das machen wir noch in dieser Folge. Ihr habt lang genug auf irgendwelche Folgen warten müssen. Dann kann die auch mal jetzt ein bisschen länger gehen. Komme ich denn da rein? Ich glaube, hier rechts rum. Da wird die Mauer ein bisschen niedriger. So sieht's aus. Mama, wahrscheinlich ist das irgendwas, was ich für schweineteuer Geld kaufen kann hier. Oder? Und auf jeden Fall nach oben, sagt die Karte mir. Weiter nach oben. Oder nicht, oder wie, oder was? Ach, hier muss ich hin. Oh Gott, da kann ich bestimmt irgendwas kaufen. Für 28.700, ja, schade. Kann ich nicht kaufen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Lasst mir ein Däumchen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!